anfangen, über die Umrahiten zu reden. Weil das, wofür ihr eigentlich gekommen seid, ist nicht, wo ich Geld wechseln kann und wo ich was einkaufen kann oder wo kann ich das denn einkaufen, ich kann es auch in Deutschland kaufen, sondern ihr seid hier hingekommen, um die Umrah zu machen. Und der Prophet sagte, Al-Umrati, Al-Umrati, Kaffaratu lima bainahuma. Die Umrah zu Umrah ist eine Tilgung der Sünden, was dazwischen ist. Und die Umrah ist wie die Hajj, einmal im Leben Pflicht für einen Menschen. Und die restlichen Umras, die man macht, oder auch die restlichen Hajj, die man macht, sind Sunnah, sind Nafila, sind Mustahab. Aber einmal im Leben muss man Umrah machen. Was ist der Beweis dafür? Aisha radiallahu anha sagte zum Propheten a.s.w. Hal ala nisa'i jihad? Gibt es für die Frauen einen Jihad? Und ala bedeutet Verpflichtung. Ist das auf ihnen? Ist auf den Frauen Jihad? Hal ala nisa'i jihad? Dann sagte der Prophet, na'am. Jihadu la qitala fi al-hajju wal-umrah. Nein, ja, ein Dschihad, der keinen Kampf hat, wie Hajj und die Umrah. Das heißt, das zeigt, es ist eine Pflicht und das ist die Meinung von vielen Gelehrten, andere sehen das dazu. Aber wenn ihr mit ihr Frauen auch mit diesem Bewusstsein reinigt, auch ihr Männer natürlich, dass das auch einmal im Leben Pflicht ist, was sind die beliebtesten Taten bei Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in einem heiligen Hadith, وَمَا تَكَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ نَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Mein Diener nähert sich mir mit nichts, was mir lieber ist, als das, was ich ihm zur Pflicht gemacht habe. Der Unterschied ist nur bei der Umrah, dass sie keine Säule des Islam ist. Das heißt, die Hajj steht selbstverständlich über der Umrah. Aber für die, die auch mal die Hajj machen wollen, wenn ihr die Umrah vorgemacht habt, ist es für euch viel, viel leichter, weil viele Dinge, die man bei der Umrah macht, macht man auch bei der Hajj. Ihram, Tawaf und Sa'i macht man auch bei was? Bei der Hajj. Und das ist eine wichtige Säule der Hajj. Und hier sind wir schon bei den drei Säulen der Umrah. Und ihr müsst euch das immer so merken. Ich sage immer zu den Geschwistern, ich einteile. Heute kommt der Vortrag, it's easy. It's easy. I für Ihram, T für Tawaf, S für Sa'i. It's easy. Ihram, Tawaf, Sa'i, easy gemacht heute. Wir machen es leicht. Okay?